In Brasilien war der erste Wahlgang. Präsident Bolsonaro liegt hinter seinem Herausforderer Lula da Silva. Bolsonaro erkennt die Wahl aber möglicherweise nicht an. Seine Anhänger sind radikal und das Kabinett ist voller Militärs. Droht in einer der größten Volkswirtschaften der Welt jetzt möglicherweise ein Militärputsch und eine Diktatur? Ich bin froh, dass wir heute aus Brasilien wieder mal einen echten politischen Insider bei uns haben, der die Lage für uns einordnet. Begrüßen Sie mit mir aus Brasiliens Herz der Finsternis General Francisco Ignacio Jesus de Garcia Peña von der 3. Luftlandedivision der brasilianischen Streitkräfte. Willkommen bei Zukunftsmärkte. Lula, 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 ich kann nicht mehr rühren. Jeder fragt mich, ob Lula da Silva jetzt Präsident wird und ob ich Lula da Silva gut leiden kann. Oder ob wir einen Militärputz machen, wenn er gewinnt. Ob ich ihn gut leiden kann. Eine linke Politiker, ein Mann von der Gewerkschaft, der protestiert hat gegen die Militärdiktatur, der schon einmal Präsident gewesen ist in Brasilien, der dann wegen Korruption gekommen ist in Gefängnis, ein Freund von Fidel Castro und Hugo Chavez. Nein, ich kann ihn nicht leiden. Und ob wir einen Militärputz machen, wenn Sie mich fragen. Aber egal. Haben Sie gesehen, Dokumentation auf Arte? Lula oder Bolsonaro, das Duell. Sie sind europäische Weicheier, natürlich haben Sie gesehen. Ich zitiere: Psychoanalytisch betrachtet findet eine narzisstische Identifikation statt zwischen Bolsonaro und seinen Anhängern. Wenn Sie da wieder befragt haben in dieser Dokumentation, es ist unglaublich. Lula, die Rettung von der Demokratie und von der Regenwald. Und auf die andere Seite Bolsonaro, böse, böse, böse. Ein Radikaler, der Brasilien zurückbringt in die Militärdiktatur. Sehr amüsant. Bolsonaro ist nicht böse. Wäre gut, wenn er wäre. Er ist einfach nur eine komplette Idiot. Zusammen mit 43% von den Wählern. Aber sagen Sie keinen. Und ich weiß natürlich, Sie sind Anleger, Brasilien ist Ihnen völlig egal. Sie wollen nur wissen, sind Aktien aus Brasilien eine gute Investition? Also bevor Sie abschalten, Brasilien ist größte Volkswirtschaft in Lateinamerika, hat Rohstoffe, hat Agrarrohstoffe, hat 215 Millionen Konsumenten und Aktien aus Brasilien sind im Moment sehr günstig. Brasilien hat Probleme, aber nicht mehr Probleme als in Europa im Moment. MSCI Brasil ist bewertet mit einer KGV von 5,7, hat eine Dividendenrendite von über 10%. Und das ist eine ETF auf MSCI Brasil 5 Jahre. Hat einen Absturz gehabt in Corona-Krise, dann Erholung, dann wieder etwas nach unten. Was aber interessant ist, dieses Jahr war sehr stabil. Das ist die Zeit seit Anfang dieses Jahr. Von April bis April sehr gut, danach wieder schwach, globale Krise, aber jetzt geht wieder nach oben. Und wenn Sie nur nehmen Performance von diesem Jahr, dann ist plus 17% in Dollar, ist viel besser dieses Jahr als Börsen in Europa oder USA. Aber trotzdem ist immer noch billig und die Grund dafür ist Politik. Viel Unsicherheit. Auf die eine Seite haben wir unsere rechtsradikale Präsidentin Jair Bolsonaro und auf die andere Seite Lula da Silva. Der ist schon einmal Präsident gewesen, von 2003 bis 2010 und gewinnt wahrscheinlich wieder. Bei den Wahlen letzte Wochenende hat gehabt 48% von der Stimme, Bolsonaro hat gehabt 43%. Am 30. Oktober ist die Stichwahl. Und die Wirtschaft und die Börse, die mögen Lula nicht, weil man nicht weiß, was kommt. Die Menschen mögen Lula, vor allem die armen Menschen. Sie sagen, unter Lula ist uns gegangen gut, die gute alte Zeit. Und wie hat er das gemacht? Er hat große Sozialprogramme gemacht, arme Menschen haben mehr Geld gehabt. Er hat aber auch profitiert von einem großen Rohstoffboom.
Von 2003 bis 2014, fast alle Rohstoffe waren höher, vor allem Gold war zum Teil viel höher. Trotzdem hat nicht so Geschrei gegeben wegen der Inflation, ist auch interessant. Brasilien hat profitiert von diesem Rohstoffboom und gleichzeitig hat Petrobras eine gigantische Ölvorkommen entdeckt vor die Küste. Und plötzlich war alles möglich in Brasilien. Und Geld ist in die Land geflossen. Und es ist gebaut worden und ist investiert worden. Es war Geld da für alles, sogar für die Militär. Die brasilianische Militärhaushalt ist niemals so groß gewesen wie am Ende von der Regierung Lula. Da staunen Sie, was? Petrobras, kontrolliert von der Stadt, hat gemacht eine Kapitalerhöhung von 70 Milliarden Dollar. Die größte Kapitalerhöhung weltweit aller Zeiten. Eine goldene Zeitalter, ich sag ja. Aber als Lula weg war und die Ölpreise sind eingebrochen, da hat man gemerkt, es funktioniert eben nicht. Die Staatsausgaben waren ebenso hoch. Und die letzte beiden Regierungen, Temer und Bolsonaro, die haben versucht, die Staatsausgaben wieder runterzudrücken. Das gefällt die internationalen Investoren, aber nicht die armen Leute. Jetzt kommt Lula und sagt, wählt Lula, dann wird alles wieder so gut, wie es war. Und die Leute machen. Aber man kann sich vorstellen, was dann passiert mit den Finanzen. Außerdem, die Regierung hat genommen bei Petrobras die Milliarden von den internationalen Investoren und hat investiert in alles Mögliche, nur nicht in die Ölförderung. Und dann noch die große Skandal bei Petrobras und Odebrecht. Die größte Korruptionsskandal in die Weltgeschichte mit einer Schaden von 30 Milliarden Dollar. Und Lula, er hat nichts gewusst, haha. Und Dilma Rousseff, die Vorsitzende von Aufsichtsrat von Petrobras, die ist dann vorgeschlagen worden von Lula als seine Nachfolgerin und ist dann unsere Staatspräsidentin geworden. 2017 ist Lula verurteilt worden zu 12 Jahre Gefängnis. 2021 ist Urteil wieder aufgehoben worden. Weil ein Richter befangen gewesen ist. Ist gut möglich. Aber die ganze Beweise und die ganze Verfahren hat man nicht mehr wieder aufgerollt. Es ist heute alles egal. Und jetzt wird er vielleicht wirklich die nächste Präsident. Und vergessen wir nicht, früher in Sao Paulo mit dem Auto, von der Kaserne bis zum Parlamentsgebäude, meine Fahrer hat gebraucht eine halbe Stunde. Dann mit Lula. Alle haben plötzlich gehabt ein Auto. Journalisten haben gehabt ein Auto. Linke Studenten haben Auto gehabt. Alleinerziehende Mütter, alle. Und dann hat man gebraucht 3 Stunden. Die ganze Stadt verstopft. Jetzt ist wieder besser. Ist nicht gut für die Umwelt, aber ist ihm egal. So ein Mensch ist Luna. Und nehmen wir wieder Petrobras. Luna und Rousseff haben natürlich gesagt, Petrobras muss Benzin und Diesel billiger verkaufen als auf die Weltmarkt, damit die Menschen zufrieden sind. Irgendwie jeder Zweite in Brasilien hat einen Lastwagen. Nur das hat Petrobras gekostet 40 Milliarden Dollar. Und 2015 hat Petrobras Schulden gehabt von 130 Milliarden Dollar, die am meisten verschuldete Ölkonzern der Welt. Und jetzt ist Öl wieder teuer. Und Lula sagt in die Wahlkampf jetzt wieder, Petrobras ist da für die Land und nicht für die Aktionäre. Und die hohen Dieselpreise sind ein Verbrechen. Aber er vergisst, dass die Aktionäre das alles bezahlt haben und Milliarden verloren haben. Das ist die Vorzugsachse von Petrobras seit 2001. 2008 in die Öleuphorie war bei 63 Dollar, heute ist 13 Dollar. Die letzten Jahre war wieder okay, vorher große Geldvernichtung. Heute, Petrobras ist wieder eine Gelddruckmaschine, hat die Schulden reduziert um 80 Milliarden Dollar, hat eine KGV von unter 4 und eine Dividendenrendite von mindestens 20%. Ist also sehr attraktiv, aber nur, weil die Anleger Angst haben vor Lula. Nur, Bolsonaro ist genau gleich.
Dieses Jahr Petrobras hat nicht gesenkt die Dieselpreis, hat gesagt, mit der hohen Dividende von uns könnte ich Saat machen, Sozialprogramme. Aber Bolsonaro hat gesagt, die hohe Dieselpreis ist eine Vergewaltigung von die brasilianische Volk. Er denkt eher in diese Kategorie, Vergewaltigung. Und hat Petrobras CEO gefeuert. Neue CEO gesucht. Und ich habe mir gedacht damals, ich bewerbe mich für diese Position. Ich habe angerufen und gesagt, ich habe mich jahrelang gekümmert um die Treibstoffversorgung von unserer Division. Ich kenne mich gut aus mit Öl. Aber das Energieministerium hat gesagt, das ist gut, aber wir suchen jemanden, der gar keine Ahnung hat. Und haben ernannt eine andere General, Joaquim Silva e Lula. Ich weiß, wir heißen hier alle gleich. Aber Silva e Lula hat gut gemacht und hat auch gesagt, wir können die Preise nicht senken, wir müssen auch importieren Diesel. Und dann hat Bolsonaro ihn auch gefeuert. Und die nächste CEO hat auch gesagt, wir können nicht senken. Und dann hat Bolsonaro ihn wieder gefeuert und dann ist Preis sowieso gefallen. Ist das normal? Ich sage, Bolsonaro ist auch nicht besser. Und sie sehe auch. Die Problem ist nicht links oder rechts. Die Problem in ganz Lateinamerika ist die Populismus. Sage sie die Menschen, was sie hören wolle, auch wenn Blödsinn ist. Und besonders schlimm, außer Lula und Bolsonaro, es hat gegeben weitere 20 Kandidaten für die Präsidentschaft. Auch ein paar gute, sogar Frauen. Es hat aber keine Menschen interessiert. Ich wünsche mir nur einmal für Brasilien eine gemäßigte Regierung. Von mir aus macht sie auch gar nichts so wie in ihrem Land die letzten 16 Jahre. Aber nicht immer diese wahnsinnige Leute. Aber egal. Auch wenn Lula wird Präsident, neue in die Senat und in die Kongress sind sehr, sehr viele neue Leute gekommen aus die Lager von Bolsonaro. Sie werden sich blockieren gegenseitig. Darum muss man als Anleger jetzt nicht so viel Angst haben wegen Petrobras. Es ist immer noch eine sehr interessante Aktie. Und sie bekommen noch mehr interessante Aktien aus Brasilien morgen in die nächste Zukunftsmärkte-Report. Das ist eine Gratis-Report, Sie bekommen auf www.zukunfts-märkte.de. Ich muss das hier sagen, sonst werde ich nicht mehr eingeladen. Aber ist egal, tragen Sie sich einfach dafür ein, kostet Sie nada. Und morgen geht dieser Report raus und ich habe Ihnen ja gesagt, Brasilien ist ein Markt mit günstigen Bewertungen. www.zukunfts-märkte.de, der Link ist auch unter diesem Beitrag. Muito bem. Aber was ist mit die große Gefahr, wenn Bolsonaro nicht gewinnt? Er akzeptiert nicht die Wahlverfahren, kennen wir aus den USA. Er hat zu seinen Anhängern gesagt, ihr müsst kämpfen für mich, wenn sie mir die Wahl stehlen. Kennen wir auch aus den USA. Und Bolsonaro war ein Militär und er hat oft gesagt, das Militär steht hinter mir und seine ganze Kabinett ist voll mit Militär. Aber wen hätte er sonst da nennen sollen? Er kennt niemanden, niemand kann ihn leiden. Nur wenn sie ein Militär sind und Bolsonaro will mit ihnen einen Kaffee trinken, dann müssen sie hingehen. Bolsonaro hat das System mit der Wahlmaschine immer bezweifelt, so dass wir von dem Militär gesagt haben, wir testen jetzt auch dieses System. Und ob das System gut ist, das sagen wir Ihnen, wenn die Wahl vorbei ist. Jedenfalls, jetzt haben alle Angst. Ja, in die EU-Parlament zum Beispiel haben Abgeordnete geschrieben an Frau von der Leyen, die Kommission muss die brasilianische Militär davon abbringen, einen Putsch zu unterstützen. Ausgerechnet von der Leyen, was weiß sie über Militär? Man hat gesehen, als sie war als Chef von die deutschen Militär. In Brasilien läuft nicht alles gut. Aber wenn bei uns die Armee glaubt, sie muss reorganisieren oder sie muss neue Möbel kaufen oder sowas, dann macht sie selbst und bezahlt nicht für ein paar Fetzen Papier von McKinsey und Konsorten 320 Millionen Euro. Maldita merda, Deutschland ist das einzige Land, in dem die Leute korrupt sind, ohne dass sie was damit verdienen. Und in den USA dann,
Da haben sie sogar eine Resolution verabschiedet. Und die Abgeordnete Bernie Sanders hat gesagt, man stehe auf die Seite von die brasilianische Volk und von die Demokratie. Verstehen Sie das? Ist er jetzt für die Volk oder die Demokratie? Aber wegen dieser Resolution warte ich jetzt seit Monaten auf meine Javelin-Panzerabwehrraketen für meine Division aus den USA. Danke, Bolsonaro. Und ich habe Ihnen hier schon einmal gesagt, in die letzte Video, es ist genau umgekehrt. Bolsonaro träumt von einem Putz. Bolsonaro hat immer gesagt, ich habe keine Geduld mehr mit dem Parlament und mit dem obersten Gerichtshof und so weiter. Aber was glaubt er, wer wir sind, seine Privatarmee? Und wir können uns dann hinstellen, jedes Mal, und erklären, die Armee steht hinter die Verfassung. Und als letztes Jahr, mein Freund der Verteidigungsminister, General Fernando Acevedo e Silva, ja, ich weiß, wir reisen alle gleich, als er Bolsonaro noch einmal daran erinnert hat, dass die Militär hinter die Verfassung steht, da hat er ihn entlassen. Und dann ist die Führung von die brasilianischen Streitkräfte zurückgetreten, komplett. Der Chef von die Armee, von die Luftwaffe und von die Marine, alle. Stellen Sie sich das vor, so etwas hat noch nie gegeben. Und glauben Sie wirklich, die brasilianische Militär macht jetzt einen Putz für Bolsonaro und löffelt dann seine Suppe aus. Und das in einer Zeit, in der jedes evangelikale Holzgesicht eine halbautomatische Waffe hat, wegen der neuen Waffengesetzgebung von Bolsonaro. Es wird gar nichts passieren. Kann sein, wenn er verliert, dass seine verwirrte Anhänger die Parlament angreift. Aber das ist in Brasilia, haben wir extra weit weggebaut. Und sie werden dann ein paar Polizisten erschießen und die Polizei wird ein paar linke Dämme gegen Demonstranten erschießen. Das ist die Lauf der Zeit. Aber finden Sie nicht lustig? Wo ist Ihre Humor? Den werden Sie noch brauchen in diese Zeiten. Aber glauben Sie mir, es passiert sonst gar nicht. Und die meisten von meinen Kameraden in dem Militärclub stehen auch hinter die Verfassung. Auch wenn ich immer wieder sage, wir können uns dieses System nicht mehr lange leisten. In jeder Gesellschaft gibt auch immer viele dumme Menschen. Und das ist in Ordnung, solange sie arbeiten und sich ruhig verhalten. Aber in Zeiten von den sozialen Medien funktioniert eben nicht mehr. Und jeder weiß und jeder schreibt es auch. Diese Wahl destabilisiert ein gespaltenes Land und ist nicht nur so in Brasilien. Aber wenn doch jeder weiß, warum schaffen wir diese Wahlen dann nicht ab? Ich weiß, ich bin für Sie ein Anachronismus und die Militär ist auch für Sie ein Anachronismus, sagt jemand aus einem Land, wo das Militär gerade eine Sonderetat bekommen hat von 100 Milliarden Euro. Ich tausche gern mit Ihnen. Aber wenn Sie denken, solche Dinge mit dem Populismus, so etwas geschieht nur in einem Land wie Brasilien, aber nicht bei Ihnen in Europa, und darum investieren Sie auch nicht in so eine Bananenrepublik, dann sehen Sie sich diese Winter warm an. In Brasilien 30 Millionen Menschen haben zu wenig Essen, aber die Menschen wollen immer noch Demokratie und das System funktioniert. Jetzt warten wir doch mal in Europa, wenn Sie merken, dass Sie sich Ihre zweite Urlaub nicht mehr leisten können und Ihren Netflix-Account. Was ist dann los in Ihrem Land? Und darum machen wir das ja auch mit den Amazonas. Die Lebensmittel gehen doch in ihre Land, damit sie ein wenig billiger haben. Also guten Appetit mit ihrer nächsten Barbecue-Burger. Und ob aus Rindfleisch oder Tofu, das ist egal. Es kommt alles aus die Amazonas. Das machen wir für sie. Und sie haben auch immer mein Mitgefühl. Und ich zeige Ihnen noch etwas. Das ist die brasilianische Währung. Der Real zu die Euro 6 Jahre ist stark gefallen gegenüber ihrer Spaßwährung. Ist aber der einzige Grund auch, warum Aktien aus Brasilien für sie nicht gestiegen sind. Jetzt steigt die Real wieder und warum? In die Eurozone, die Leistung ist bei 1,25%, in Brasilien bei 13,75%.
Brasilien hat auf die Welt die härteste Notenbank. Das ist nicht gut für die Wirtschaft. Aber hat Inflation gesehen und entschlossen bekämpft und die SZB steckt den Kopf in den Sand. Und ich glaube, wir werden sehen in 10 Jahren, wer dann ist die Bananenrepublik. Und Brasilien kann leben und hat gelernt zu leben mit einem positiven Realzins. Aber wenn in Europa die nominale Zins geht über 2 bis 3%, dann geht ins Wissen die Welt unter. Wer ist also hier die Bananenrepublik? Aber was sage ich Ihnen? Sie wissen das alles so lange und Sie sind trotzdem so ruhig. Ich bewundere Sie wirklich. Ja, jetzt haben Sie meine Meinung gehört. Ich werde Sie wieder verlassen. Ich werde heute Abend eine Exekution beaufsichtigen. Ein Nasenbär hinter die Offizierscasino hat alle Mülltonnen umgeworfen. Und die 3. Luftlandedivision der brasilianischen Streitkräfte wird heute Abend ein Exempel statuieren. Ist auch eine gute Übung für die Zukunft. Denken Sie daran, dass Sie sich noch eintragen für die gratis Zukunftsmärkte-Report auf www.zukunfts-märkte.de. Jetzt habe ich aber wirklich oft genug gesagt, geben Sie mir noch eine Whisky. Alles Gute Ihnen, Sie hören von mir in die Nachrichten.